Er war der Beste, der GOAT in Counter-Strike 1.6. Philipp Kupski, Nio. Sein Movement und sein Aiming, unantastbar. Für mich der beste Spieler der Welt, wahrscheinlich mit Forrest zusammen, ja. Einer der unglaublichsten Spieler überhaupt. Gemeinsam mit seinem polnischen Team war Nio bei vielen Turnieren vorne mit dabei und sorgte mit spektakulären Plays für Aufsehen. Philipp zum besten Spieler in Counter-Strike 1.6 wurde, welche Maus nach ihm benannt wurde und was er selbst über die Rivalität mit Forrest denkt, das erfahrt ihr in diesem Video. Nio ist mit Counter-Strike groß geworden, denn seine gesamte Familie war im Counter-Strike-Fieber. Philipp sagte mir, dass er mit CS im Jahr 2000 mit der Beta 5.2 begonnen hatte. Seinen Nicknamen Nio wählte er natürlich aufgrund des Films. I mean, there's no secret behind it. Obviously, it came from the movie Matrix. Actually, that was the time I started playing online. Actually, I played Unreal Tournament first before playing CS online. So I needed a nickname. I was just freshly watching the movie, The Matrix, and stick with me for many years. Die Faszination an Counter-Strike war für Nio das gemeinsame Spielen. Mit einem Team erfolgreich sein, das hat für Philipp Counter-Strike ausgemacht. Philipp war zu Beginn übrigens fasziniert von den deutschen Top-Teams in Counter-Strike. Zum Beispiel schaute er gerne Mausports und der AWP-Legende Johnny R zu. Und er war auch beeindruckt von Maurice Engelhardt, besser bekannt als Burning Death von Deutschlands Kranke Horde. Bernie hatte damals diese legendäre Aztec-Demo veröffentlicht. That was the times when we haven't had so much content online that we have right now. Having possibility to watch some other players wasn't as common as it is now. And he was the one that you could download his demos as one of the first players. Das ist ja schon ewig lange her. Mm. Und wenn das dann nochmal im Nachgang nochmal so tatsächlich noch so ein bisschen in den Gedächtnissen manchen Leuten drin ist, natürlich schon cool. Nio spielte zu Beginn in kleineren polnischen Clans. Das Jahr 2004 war dann wohl das entscheidende Jahr für ihn und die polnische Counter-Strike-Szene. Die beiden besten polnischen Teams schlossen sich zusammen. Aus Baxter und Aristocracy wurde das Team Pentagram. Das Line-Up damals? Nio, Taz, Luke, Pitrek und Sibi. At this beginning, me and Taz, we used to play computer with each other. And we had like a huge rivalry, tried to prove who's better. That lifted us up a little bit. And then after a couple of years, we connected each other, played together. Man hat schon gesehen, dass die auf jeden Fall, die Jungs im polnischen Team auch sehr, sehr gut sind und auch Potenzial haben. Aber dass er dann natürlich dann so krass, sag ich mal, wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Polen waren talentiert in Counter-Strike. Bereits im Jahr 2004 konnte das Team Pentagram die SSV Lenitz LAN gewinnen. Im Finale gegen Mausports. Aber Talent alleine reicht bekanntlich nicht aus. Nio und Co. waren vor allem extrem fleißig. Man muss sagen, das polnische Team war sehr gut, weil sie sehr viel Zeit investiert haben. Während deutsche Teams vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden, haben die 10 Stunden am Tag gespielt zusammen. Also das war ein riesengroßer Unterschied. I gotta say that he was really dedicated to the game. He was spending a lot of time to make him better, to improve day by day. And I think he really loved that game, the 1.6 game. Nio sagte mir auch, dass er früher vielleicht auch etwas zu viel Counter-Strike gespielt hatte. Aber mit dieser Leidenschaft für das Spiel und dem unglaublichen Ehrgeiz schaffte es das Team Pentagram an die Weltspitze. Sie gewannen im Jahr 2005 den 10. Clanbase Eurocup und auch die Samsung Euro Championship und $20.000 Preisgeld. Im Jahr 2006 wurde dann das legendäre Golden Five Line abgebildet, das über Jahre zu den stärksten Teams in Counter-Strike gehörte. The whole team was such a package, like Lord and Cuban always thinking about throwing you a flash, throwing you a smoke. They like to help other players. We had perfect match for inside the team. Everyone of us wanted to really win tournaments. It wasn't like we only wanted to get salary from like organizations or something like that.
Our main goal was always like we want to win these tournaments and we want to prove that we are better than, for example, Swedish guys or any other country. We had like really good team, team chemistry and the structure that just worked. The whole team was great players. Die Titelsammlung von NIO wuchs und wuchs in den kommenden Jahren. Die Polen gewannen 2006 zum Beispiel das WSVG-Event in London, die World Cyber Games in Italien und wurden Dritter bei der CPL Winter. Auch 2007 konnte sich NIO etliche Titel sichern, zum Beispiel den ESWC in Paris und die erste Ausgabe der Intel Extreme Masters. Ganz klar, NIO war damals der Counter-Strike-Superstar. Sein Movement und sein Aiming ist einmaliger. Sein Movement ist, glaube ich, das Beste aller Zeiten. Besonders in 1.6, wie der sich durch die Map bewegt hat, war wirklich wie Neo the One in der Matrix. Also der hat die Sachen verändert und also für mich der beste Spieler der Welt, wahrscheinlich mit Forrest zusammen, ja. Einer der unglaublichsten Spieler überhaupt. Ich habe Szenen im Kopf, wo sein Team komplett nicht mitgespielt hat und sie haben trotzdem gewonnen, weil er einfach nur den Willen hatte zu gewinnen, egal wie. Neo was like the machine to me. He was just the package of every gun, everything, kind of like Six was, just like top to bottom, every gun, movement, could be aggressive, could be passive. Ich würde sagen, sein Aiming, aber auch das Spielverständnis. Also wenn man Forrest und Neo vergleichen würde, würde ich sagen, Neo hat noch mehr Spielverständnis gehabt. Wobei, ja, weiß man natürlich so nicht, aber so kam es einfach rüber, dass er nicht nur über Aiming kam und generell vielleicht ein bisschen kompletter war. Also abgesehen von seinem natürlich godlike Aiming, war er an sich ansonsten auch ein total runder Spieler. Er war niemand, der total verrückte Sachen gemacht hat, wie ein Forrest oder ein Getright, sondern er hat einfach wirklich das Spiel durchgezogen und ohne irgendwelchen Quatsch zu machen. Und diese Kombination aus so ein starkes Aiming zu haben, während man aber noch so solide dazu spielen kann, das hat ihn ausgemacht. That's a guy that really has the mentality, because he had such a long and great career and just became better and better. So, and I'm obviously really impressed. Unfortunately, I didn't have the honor of playing so much against him when he was at the top of the career, but I still followed it from the sidelines, and definitely one of should be in the Hall of Fame. Strong with every weapon. He was also mentally strong. I think everyone in the Golden Five was very mentally strong. And it's a terrible, terrible guy to face. Wir hatten immer großen Respekt voreinander. Wir haben sehr oft gegeneinander gespielt, auch in Finals. Und aus Rivalität ist so großer Respekt entstanden. NIO überzeugte nicht nur mit seinem starken Aiming, sondern vor allem auch mit seiner Spielintelligenz und mit ganz viel Teamplay. Stats waren für ihn unwichtig. Er wollte mit seinem Team gewinnen. Dazu war Philipp immer ein bescheidener Mensch. Trotz seiner Erfolge blieben ihm Star-Allüren fremd. Philipp war auf Events eher ruhig und damit im Vergleich zu seinem lautstarken Teamkollegen Tess ein ganz anderer Charakter. Ist jetzt keiner, der sich irgendwo hinstellt und für Leute spricht. Der macht einfach sein Ding, ist sehr bodenständig und auch nach wie vor ein sehr intelligenter Zeitgenosse. Da will ich an erster Stelle auf jeden Fall auch den Mensch nehmen, weil Neo oder Philipp ein extremst netter Mensch ist, der dir auch nie das Gefühl gegeben hat, dass er irgendwie ne, CS-technisch irgendwo in den Wolken schwebt oder so. Er war auch immer bodenständig, ähnlich wie Antonio auch Zyx. Aber Neo, als ich mich mit ihm auch unterhalten habe, ist ein ganz herzlicher Mensch, ein super Lieber. Und wenn es dann ums Business geht quasi, also ums Zocken, ist er eine absolute Maschine. In Counter-Strike 1.6 gab es nur wenige Spieler, die mit Neo aim-technisch mithalten konnten. Einer war Forrest von Fnatic, der ebenfalls ein extrem starker Spieler war. Deshalb gab es oft die Diskussion darüber, wer denn jetzt der beste Spieler in Counter-Strike 1.6 war. Für NIO stellt sich diese Frage nicht. Er sagte mir, dass er und Forrest zwei ganz unterschiedliche Spielertypen waren und er extrem viel Respekt vor Forrest hatte. He was like, especially in pistol rounds, just a scary dude to play against. Even though we were like 3-1, and you knew he's coming, you never knew what's gonna happen. One of the best aimers ever. If you ask me, I would tell you that definitely Neo was better. Like, you can say that Forrest had better aim, but you had Neo doing crazy shots as well. It's that Neo was more versatile. He could do everything, everywhere, with everyone. Bis zum Ende von Counter-Strike 1.6 spielte NIO für Clans wie zum Beispiel Again, die Frag Executors oder ESC Gaming.
Er konnte in 1.6 insgesamt $144.000 Preisgeld erspielen. Anschließend wechselte er zu Counter-Strike Global Offensive und konnte auch hier Erfolge einfahren, zum Beispiel mit Virtus Pro. Außerdem wurde eine Maus nach ihm benannt. Das FK hier steht für Philipp Kupski. 2023 wurde Neo dann Coach bei FaZe, ein Job, der ihm unglaublich viel Spaß macht. It's a beautiful life, you know, it's a life of being with the team, with other guys, being traveling around the world, earning money on what you love. And I think after being away for some time, you know, I discovered how much I missed it. It's a amazing journey. Und wenn Philipp heute zurückschaut auf fast 25 Jahre Counter-Strike, dann blickt er mit einem Lächeln zurück. Und er sagte mir auch, dass trotz Counter-Strike Global Offensive und Counter-Strike 2 für ihn immer noch Counter-Strike 1.6 das Spiel überhaupt ist. Es bleibe für immer in seinem Herzen, er kenne immer noch jeden Pixel. Zusammenfassend muss ich einfach sagen, für mich ist und bleibt Neo der GOAT in Counter-Strike 1.6, der Counter-Strike Superstar.